die Schweiz. Ein Land mit viel Geschichte und Brauchtum. Über 300 traditionelle Handwerke hat es einmal im Alpenland gegeben. Es werden immer weniger. Und doch gibt es sie noch. In gewaltigen Landschaften verstecken sich zahlreiche Werkstätten. Gefertigt von Menschen mit Leidenschaft und einer Hingabe für einen ländlichen Ursprung. Wir zeigen Ihnen die schönsten Facetten der Schweiz. Und die außergewöhnlichsten Geschichten. Das ist Schweizer Landliebe. Und der Landliebe-Koch Studi nimmt Sie mit auf eine kulinarische Reise. Herzlich willkommen bei Landliebe TV. Wir zwei machen uns jetzt schick, weil es wird wild heute. Aber keine Panik, es gibt kein Murmeli, sondern es gibt Hirsch. Und zwar ein feines Hirschgeschnetzlitz, flambiert mit Gin, dazu Rosenkohlmus und Serviettenknödel. Knödel kennen Sie nicht, ich zeige Ihnen genau, wie es funktioniert. Darum unbedingt dranbleiben. Zudem besuchen wir Jakob und Margrit Geiser im Berner Jura. Das pensionierte Landwirtepaar beherbergt auf seinem Hof über 30 Esel. Und widerlegt der gängige Irrglaube, Esel seien störrisch und dumm. Ey, du musst raus, jetzt komm! Mit Verständnis fürs Wesen vom Esel hegen und pflegen sie ihre Langohren und unternehmen Kutschentouren mit ihnen. Jetzt aber zuerst in die Landliebe-Küche zum Studi. Hier haben wir Ihnen schon einmal den Einkaufszettel vorbereitet. Willkommen bei mir in der Küche. Es wird wild, aber zuerst mal ganz zahm. Serviettenknödel. Das kennen viele nicht. Ich werde es Ihnen zeigen. Bayerisch-österreichische Spezialität. Normalerweise macht man es natürlich in einer Serviette. Bei uns gibt es wunderschöne, steht Landliebe drauf. Aber ich mache es ein bisschen modern. Und zwar in Klarsichtfolie. Es ist auch ein bisschen hygienischer. Die Zutaten, die wir dazu brauchen, ganz einfach. Richtig alpin. Was hat man daheim? Was ist von gestern? Das kann man alles brauchen für Knödel. Also zuerst mal Brot. Gerne von gestern, also was schon ein bisschen hart ist, das würfeln wir würfeln in warme Milch einlegen. Das ist ganz wichtig, dass sich das Brot richtig vollsaugt. Gerade ein bisschen würzen, Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskatnuss dazu abkühlen. Zwiebeln fein hacken, andünsten, dazugeben, Eier, dass es eine schöne Masse gibt. Und das ist das, was ich jetzt hier habe. So richtig schön feucht muss der Teig sein. Man hört das jetzt, die Masse, die redet jetzt mit mir, die ist richtig schön saftig, aber nicht zu feucht. Das ist wichtig, dass man hört das jetzt raus. Das werden richtig gute Knödel. So, und die Masse gebe ich jetzt auf die Serviette, müssen wir sagen. Alles darauf verteilen. Die Klarsichtfolie-Serviette. So, das ist etwa für zwei Personen. Und das wird jetzt schön satt eingerollt. Das ist wichtig, dass wir da eine schöne Rolle machen können. Ich habe die Folie gerade doppelt genommen. Jetzt kann man es ein bisschen verteilen, dass überall genug ist. Aber hinten noch schauen, dass man es zusammen verschnüren kann. Das ist natürlich wichtig, dass das alles hält. So, wunderbar. Und mit dem gehen wir jetzt ab ins kochende Wasser. Das muss man jetzt pochieren. Also langsam ziehen, etwa eine halbe Stunde. Deckel drauf. Und jetzt geht es da hinten weiter mit dem Hirsch. Da haben wir wunderbares, zartes Hirschfleisch. Es ist ein Hirschschnitzel, geschnetzelt und das wird jetzt angebraten. Geht super schnell. Das sind ein paar Tipps von mir. Zuerst mal das Öl heiß werden. Ich habe das Rapsöl genommen. Das ist jetzt der Rauchpunkt. Das heisst, wir haben genug Hitze da rein. Das Fleisch dazugeben. Wir würzen es gerade mit Salz und Pfeffer. Und gerade einen Moment warten, bis es eine schöne Kruste gibt, dann wird es schön zart. So, jetzt kann man es kehren.
Und jetzt flambieren wir. Das heisst, wir geben ein bisschen Alkohol dazu, der verdampft aber gerade wieder, der ganze Geschmack bleibt aber im Fleisch. In meinem Fall ist es ein bisschen Gin, passt hervorragend dazu mit den Wacholder. So, jetzt einfach die Pfanne ein bisschen kippen und dann haben wir ein wunderbares Flambé. Kind, macht das nicht nach. Immer mit der Mami zusammen, ja? So, wir geben gerade einen Schuss Schü dazu. Ich habe einen wunderschönen Wildschü gemacht, also schön einkochen. Und gerade einen Gutschrahm. So, das lassen wir jetzt ein paar Minuten ziehen. So, da stelle ich die Flamme ab, weil der Hirsch ist natürlich schnell gar. Ein bisschen kleine Flamme vor sich hin köcheln dürfen. Und jetzt mal geschwind kontrollieren, wie es den Knödel geht. Kommt gut, würde ich sagen. Während das Geschnetzle davon sich anköchelt, gehen wir in Berner Jura. Wir sind in La Ferrière auf dem Hof von Skeisers. Skeisers sind eine bodenständige Bauernfamilie. Der Jakob und Margrit haben aber keine Kühe, dafür geht ihnen bei einem anderen Tier das Herz auf. Wir gehen jetzt schon zu ihnen. Gerne dafür etwas Schöneres. Die warten schon lange jetzt dahinter. Ja, und wir sind sonst nicht fertig am Mittag. Komm, wir gehen. Seit über 30 Jahren kümmern sich die pensionierten Bauern mit Leib und Seele um über 30 Hausesel. Hey, guten Morgen. Hey, ich muss warten. Ungeduldig wartet der Geisers ihre Schützling aufs Morgen. Komm, Lena, komm. Komm, Mutti, komm. Komm, Mutti. Komm, Mutti, komm. Als erstes kriegt das frischbachene Eselmami-Futter, damit sie auch genug Milch für ihr Fülli hat. Weil die anderen Esel restlos alles fressen, was ihnen vors Maul kommt. Wir tun das Heu und Stroh am Boden, weil von Natur her fressen sie auch am Boden. Fressen, und dann muss man ganz naturgerecht mit ihnen sein. Auch beim Futter selber schauen die Geisers darauf, dass alles naturgerecht ist. Weil die Esel für sie viel mehr als nur sture Arbeitstiere sind. Ja, wenn der Mensch findet, der Esel sei stur und dumm, das liegt eben beim Menschen selber. Weil er ihn nicht überzeugen kann, was man mit ihm machen will. Und weil der Esel eben immer wissen will, was man mit ihm führen will. Gell? Also, ihr geht raus jetzt. Komm, komm, hopp. Haben die Geisers ihre liebsten zwei grosse Heuballen verputzt, geht's voraus. Hey, du musst raus, jetzt, komm. Wir wollen jetzt putzen, komm. Hopp, 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 hopp. Alle. Hopp. Ja. Während der Jakob und Margrit den Stall ausmischten, können sich die Langohren frei im Aussenkeg bewegen. Dort haben sie die gleichen Bedingungen wie in den ursprünglichen Lebensräumen von ihren wilden Vorfahren. Sprich, karge und staubige Böden, wo sie sich drin können wälzen und so ihr Fell pflegen. Diesen zähen Arbeitstieren scheint es bei den Geisers ausgesprochen zu gefallen. Sie genießen auch regelmäßige Pflege. Aber der Esel zeigt sehr wenig, wenn er Schmerzen hat oder weh hat an einem Ort. Die sind einfach stark wie ein Teenager. Man zeigt es nicht. Man ist doch jemand und man will stark sein. Da muss man selber ein Gespür haben und sehen, dass es ihm nicht so wohl ist oder dass er Schmerzen hat. Und dann auch so, wenn er wirklich fest Schmerzen hat, dann liegt er am Boden. Und meistens, wenn er von Schmerzen am Boden liegt,
Dann kann man sagen, alle Hilfe kommt spät. Nach dem Schmusen freuen sich die Langohren auf einen Tagesausflug. Die regelmässigen Kutschenfahrten mit Freunden sind nicht nur für die Esel willkommen in Abwechslung. Lupo schillt gerne auf die Seite, aber kann fressen. Ja, das Gras zieht halt an. Bei den Rossen ist doch immer die geschlagene Eisen, die man hört schlagen. Und das hat man hier einfach nicht. Und die Stille auf einem Weg auch. Man hört noch die Vögel singen, wenn sie singen. Das ist einfach wirklich ein Erlebnis, das man nicht überall hat und gerne kann erleben. Zurück zum Studi in die Landliebe-Küche. Willkommen zurück in der Landliebe-Küche. Sehr wieder Knödel, das ist das Thema. So sehen die jetzt aus. Wunderschön pochiert. Etwa 20 bis 30 Minuten sind die im Wasser gewesen. Und jetzt auf dem Herd. Im Butter noch anbraten, auf beiden Seiten. Und so wunderbar goldgelb sehen die jetzt aus. Gießen sie nicht mit dem Butter. Der Geschmack geht noch mal richtig in den Knödel rein. Es lohnt sich. Schöne Knödel geben wir in die Mitte. Wenn Sie es gerne etwas fleischiger haben, guter Tipp: ein paar Speckwürfel dazugeben. Und dann hat man noch ein extra feines Speckaroma in den Knödel rein schon. So, und jetzt noch etwas Besonderes. Ich habe gesagt am Anfang, es gibt ein Rosenkohl-Mousse. Das habe ich jetzt schon vorbereitet. Ganz einfach, es ist im Prinzip nur Röserichöli püriert mit Rahm aufgeschlagen, gemischt, ein bisschen Gelatine zugeben, alles schön abgeschmückt. Und das gibt dann so einen Mousse. So, das sieht doch cool aus. Rosenkohl mal ganz anders. Super guter Geschmack. Toll. Damit alle wissen, was es ist, tue ich noch ein paar blanchierte Blättchen oben drauf. Und viele sagen jetzt vielleicht, hey, will gar nicht tun, da muss doch irgendeine Birne oder etwas kommen. Bei mir ist es ein Apfel, aber das haben wir auch gemacht. Ein Apfel geht in der Schale geht. Und der kommt jetzt da noch an, gefüllt mit Granatöpfelschlee. So, das wäre mein Wild. Bleiben Sie zusammen, bleiben Sie geschmeidig. Ich wünsche Ihnen Gute und bis zum nächsten Mal. Das Rezept und die ganze Sendung finden Sie unter landliebe.ch. Das nächste Mal sind wir in Fribourg im Atelier von der Floristin Petra Salvisberg und schauen zu, wie sie kreative Weihnachtsdekorationen bastelt. Und der Studi zaubert Quinoa mit Herbstgemüse und Zitronenfrischkäsenocken. Das war meine Empfehlung für eine schlanke, gesunde Vorspeise im Advent. Nächste Woche bei Landliebe TV. Noch mehr Landliebe finden Sie am Kiosk oder im Landliebe Radio.